Guten Morgen, liebe Freunde der Astrologie. Heute ist Dienstag, der 29. August 2023. Mein Name ist Norbert Gieso. Ja, gestern habe ich auf dem anderen Kanal Astrologie und Spiritualität das Monatshoroskop September eingestellt. Für diejenigen von euch, die gerne schon mal wissen wollen, was so astrologisch im September los ist. Ja, aber hier heute beim Tageshoroskop schauen wir einmal auf den Vollmond, der in der Nacht oder am frühen Morgen des Donnerstag jetzt stattfinden wird. Also jetzt bald. Und das Interessante ist, es ist der zweite Vollmond im August. Wir hatten bereits am 1. August Vollmond und da von Vollmond zum Vollmond ungefähr 29 Tage vergehen, passen in 31 Tage zwei Vollmonde hinein, wenn denn der erste Vollmond am 1. ist. Ja, und nun ist es soweit. Am Donnerstag um 3:35 Uhr ist der Mond dann, steht der Mond der Sonne genau gegenüber. Wir haben dann eben Vollmond. Aktuell, da steuere ich jetzt kurz mal rein. Aktuell haben wir jetzt heute den Mond im Wassermann. Sage ich auch gleich noch was zu. Morgen am Mittwochnachmittag um 15:56 Uhr wechselt der Mond dann in die Fische und dann ist er halt am frühen Morgen des Donnerstags, ist er dann in Opposition zur Sonne. Ja, der Vollmond in den Fischen, der bringt die Polarität Jungfrau mit der Sonne. Auch der rückläufige Merkur befindet sich hier und das Zeichen Fische mit Saturn und Mond und Neptun. Diese beiden Zeichen, die stellt der Vollmond gegenüber. Jungfrau, das Zeichen ist Merkur, das Zeichen, wo es um Kontrolle geht. Fische, das Zeichen des Neptun, wo es um Spiritualität geht, wo es im Grunde um Loslassen, um Auflösen geht. Ja, Vertrauen und Kontrolle sind hier die Gegensätze. Wir brauchen schließlich letztlich beides. Ich persönlich fahre ja gerne Fahrrad. Da braucht es eine Menge Kontrolle, gerade im heutigen Straßenverkehr, auch wenn man schneller fährt. Man muss seinen Körper, muss das Fahrrad kontrollieren, auch seine Sinne, dass man eben alles sieht und hört, was da so um einen herum stattfindet. Andererseits braucht es auch Vertrauen, Vertrauen, dass es wieder mal gut geht. Denn sonst bräuchte man ja Vertrauen auch in die eigenen Fähigkeiten, sonst bräuchte man ja gar nicht aufs Rad steigen. Nicht? Eins ohne das andere ist blindes Vertrauen, nicht? Das kennen wir alle, das kennen wir auch wir Deutschen, das kennt jeder vielleicht auch schon mal, der vielleicht auch irgendwie mit blindem Vertrauen in eine Beziehung hineingeraten ist. Blindes Vertrauen alleine kann uns in Schwierigkeiten bringen. Wenn wir andererseits nur auf Kontrolle setzen, alles kontrollieren wollen, dann schneiden wir uns von unseren Emotionen, wir schneiden uns auch von unserer Spiritualität ab. Man könnte auch sagen, der Vollmond Jungfrau Fische hat auch mit mit der Polarität Wissenschaft, Jungfrau und Religion, Fische oder Spiritualität zu tun. Auch hier gibt es ja immer mehr Annäherungen inzwischen in den Bereichen Wissenschaft und Spiritualität. Es gilt also wie immer beim Vollmond, der ja einen Gegensatz symbolisiert, diesen Gegensatz auszubalancieren, hier eine Harmonie zu finden zwischen den Polen, beide Seiten zu berücksichtigen, die sich ja letztlich auch ergänzen. Nun ist der Vollmond hier ganz in der Nähe vom Saturn. Die Sonne im 6. Grad der Jungfrau, Saturn hier rückläufig im 4. Grad, also eine klare Verbindung. Ne? Der Mond ist kurz vom Vollmond über Saturn rübergelaufen. Das heißt, Saturn spielt hier noch mit rein und wird hier auch eine gewisse Hemmung, aber auch eine Konkretisierung mit sich bringen. Nun, Saturn als Lebensbetriebsprüfer, als Karma-Planet macht diesen Vollmond natürlich auch zu einem karmischen Vollmond. Nicht? Und wir können dann sehen, sind wir eher der emotionale, vertrauensvolle Typ oder sind wir mehr der rationale, ich will alles kontrollieren Typ. Und Saturn hier in dem Vollmond mit drin, der sagt eben, wir müssen hier auch was daraus machen. Das muss konkret werden, es muss umgesetzt werden in die Wirklichkeit.
Ansonsten haben wir hier die üblichen Konstellationen zu der Zeit jetzt aktuell eben Venus im Löwen und Merkur in der Jungfrau, die beiden Sonnenbegleiter rückläufig. Ohnehin ja hier eine starke Rückläufigkeitsphase am 29. hier nicht eingezeichnet, aber jetzt heute ist auch Uranus rückläufig geworden. Nicht? Wir haben also außer Mars und Jupiter alle Planeten rückläufig. Das ist die Rückläufigkeitsphase, ist die Phase der Rückbesinnung, indem wir auf die Dinge schauen, wie sie gewesen sind, um daraus zu lernen, um Korrekturen vorzunehmen. Und auch dieser Vollmond passt hier mit rein, indem wir versuchen, eben hier so eine Balance zu finden. Und es kommen die Dinge auch in die Sichtbarkeit, das heißt auch mangelndes Vertrauen Saturn oder mangelnde Kontrolle, überstarke Kontrolle. Das können alles Themen sein, die dieser Vollmond auch mit aufzeigt. Ja, gehen wir nochmal zurück zu heute. Na, im Moment ist es ja so, wir laufen ja auf den Vollmond zu, der Mond ist noch zunehmend. Und vor dem Vollmond ist es immer so, dass in den Tagen vor dem Vollmond so die Spannung allmählich ansteigt, so wie der Mond allmählich immer runder wird, immer größer wird, steigt auch so die Spannung vor dem Vollmond immer mehr an. Und aktuell, hab ich vorhin schon gesagt, haben wir den Mond im Wassermann. Und Mond im Wassermann als Zeichen vor den Fischen ist ein Luftzeichen. Hier geht es letztlich um sich lösen von zu strengen saturnalen Strukturen. Ne, vor dem Wassermann kommt der Steinbock, ne, der ganz klar saturnale Strukturen mit sich bringt, Gesetze, Normen, Regeln, die ja auch alle durchaus sinnvoll sein mögen in bestimmten Situationen, aber auch eben sehr stark übertrieben werden können. Das ist so ähnlich wie, was ich beim Vollmond sagte, mit Vertrauen und Kontrolle. Nicht zu viel Kontrolle, zu viel Regeln, macht es schon wieder schwieriger. Und der Wassermann versucht sich eben aus diesen Regeln zu lösen, versucht eben den freien Raum für sich zu entdecken, für sich zu kreieren und ist daher eben ein klares Zeichen der Freiheit. Und mit dem Mond im Wassermann geht es auch immer darum, jeden Monat zu schauen, wie sieht es denn mit meiner individuellen Freiheit aus? Wo bin ich angebunden? Wo bin ich zu stark angebunden? Ne? Und wo bräuchte ich mehr Raum? Man könnte es wirklich sagen, wo bräuchte ich mehr Raum? Außerdem ist Wassermann auch das Zeichen der Synergie, was eben auch bedeutet, dass viele größere Projekte nicht von uns allein gestemmt werden können, sondern braucht es viele Hände, viele Köpfe und deswegen sucht der Mond im Wassermann oftmals nach Menschen, mit denen er sich geistig verbunden fühlt, mit denen er gemeinsam etwas starten kann. Muss ja nicht gleich eine Revolution sein, wie zur Entdeckung des Wassermannplaneten Uranus in Frankreich. Ja, und Unterstützung gibt es hier durch den Mars, der ja ins Luftzeichen Waage gelaufen ist, jetzt hier im zweiten Grad. Ne, auch Mars in der Waage erkennt, ich kann hier nicht alles alleine machen. Grundsätzlich sagte ich eben schon, rückläufigen Planeten sind wir so in der Phase der Rückschau. Also ganz spannend, jetzt vor dem Vollmond. Morgen am Mittwoch werde ich da auch nochmal drauf eingehen. Jeden Tag guckt man da ja ein bisschen anders drauf. Und für heute, den Dienstag, wünsche ich uns allen einen schönen Tag und sage Tschüss, bis morgen.